Herr von Wagner, die. Herr von Wagner, die Mauer schützen. Ja. Die Mauer schützen und die verantwortlichen Politiker, die hat man doch damals vor Gericht gestellt. Ja. Ja. Da wäre es nicht einmal an der Zeit, die heutigen Politiker auch zur Verantwortung zu ziehen. Klar, aber wie? Na, das ist doch das christliche Abendland. Die Politik wird doch im Wesentlichen von christlichen Parteien gemacht. Ah, ja, ja, ja. Und wovor fürchten sich Christen am meisten? Vor Satire. Unfug. Vor dem jüngsten Gericht. Stellen Sie sich das doch vor. Merkel und Seehofer begehren Einlass ins Himmelreich. Was für ein Schauspiel. Halleluja, 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 Halleluja. Zum Aufruf kommt das Asylverfahren CDU-CSU gegen Himmelreich. Die christlichen Parteien beantragen die Aufnahme in den Himmel. Sind die Vertreter der Parteien anwesend? Herr Seehofer. Ach, wie er lebt und lebt. Und Herr Schabowski. Oh nein, das muss Merkel heißen. Sorry. Frau Merkel, gut. Das Himmelreich vertritt wie immer Erzengel Jürgen. Und den Vorsatz führt Gott. Bitte erheben Sie sich. Setzen Sie sich. Ja, vielen Dank. Setzen Sie sich. Ja, ich warte noch auf Gott. Ich bin Gott. Ja, aber Sie sind eine Frau. Na und, setz dich hin, du Vollhorst. Hab ich Ihnen das gesagt? So. Sie wollen also ins Paradies, Sie wollen Asyl im Paradies und auf welche Gründe stützt sich Ihr Asylbegehren? Achso, Moment mal. Gründe, wir sind seit über 50 Jahren christliche Parteien da. Ich dachte, dieses Verfahren wäre eine reine Formalität. Ja, werden Sie denn politisch verfolgt? Ja, ständig. Von Journalisten. Zum Teil bis aufs Klo. Ja. Und eines unserer angesehensten Mitglieder ist, sitzt sogar in Landsberg im Gefängnis. Ist der Mann ein anerkannter Flüchtling? Der Mann ist Steuerflüchtling. Ja, da würde ich sagen, da machen wir mal kurz einen Prozess, da können wir hinterher noch ein Bier trinken. Ne? Also, es liegt keine politische Verfolgung vor. Ich beantrage Ablehnung des Asylgesuches. Ja, Sie suchen hier im Himmel offensichtlich nur ein besseres Leben. Also, um mit Ihren Worten zu sprechen, Sie sind Wirtschaftsflüchtlinge. Also, ich bitte Sie, ich komme hier aus Bayern. Ich kann mich hier oben eigentlich nur verschlechtern. Ja. Aber wir von der christlich-sozialen Union. Stopp! Immer wenn Sie das Wort christlich in den Mund nehmen, kriegt irgendwo auf der Welt eine neue Gürtelrose. Also. Jetzt hören Sie mal auf, wir als christlich-demokratische Partei. Von wegen christlich. Allein durch die Drittstaatenregelung machten Sie aus dem Gebot der Nächstenliebe das Gebot der Übernächstenliebe. Also jetzt aber, sehen Sie, mir liegen hier Zahlen vor. Deutschland tut sehr viel für seine Flüchtlinge. Niemand in Europa nimmt mehr auf als unser Land. Ich sage mal, christlicher als wir ist keiner. Ja, ich habe mir erlaubt, die Zahlen mal ins Verhältnis zur Bevölkerung und Wirtschaftskraft zu setzen. Haben wir da? Beweisstück A, die Statistik des UNO-Flüchtlingswerkes. Danach sind Sie in Europa auf Platz 7 und weltweit auf Platz 52. Ja. Teufel noch eins, Platz 52, abgeschlagen hinter Tschad und Äthiopien. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, also, wir können ihn ja nicht jeden aufnehmen, nicht wahr? Das kann nur der Libanon. Ja.
Und außerdem muss ich sagen, dass die Regierung meines geschätzten Kollegen ja vor einigen Wochen im größten Flüchtlingslager der Welt Millionen von Flüchtlingen beherbergt hat. Ach, eben, und mit Flüssigkeiten versorgt. Ja. Ich würde mal sagen, das Oktoberfest hat nichts mit Flüchtlingen zu tun. Aber mit Völkerverständigung. Sehen Sie, wenn zum Beispiel so ein Palästinenser in ein Bierzelt kommt und ruft Hamas, das glauben Sie, dann kriegt er ein Bier. Im selben Monat mussten im reichen München Flüchtlinge ohne Decke unter freiem Himmel übernachten. Na ja, das ist bedauerlich, aber sehen Sie, man kann in München ja offensichtlich vom Boden essen und da kann man doch auch mal eine Nacht drauf schlafen. Beweisstück B. In deutschen Lagern werden Flüchtlinge von rechtsextremen Schlägern misshandelt. Einspruch, das war in Nordrhein-Westfalen, das ist Ausland. Ja. Außerdem, man muss doch ehrlich zugeben, es hat sich sehr viel getan in unserem Land. Ja, sehen Sie, in den 90er Jahren, da standen die Nazis vor den Unterkünften, jetzt arbeiten sie drin. Das ist doch eine Integrationsleistung. Ach, hören Sie doch auf, sich rauszureden. Diese Zustände in Deutschland, das hat doch System. Was? Sie wollen doch die Bilder überfüllter Lager und überforderter Ehrenamtlicher, damit sie dann warnen können vor der Flüchtlingsflut, die man eindämmen muss. Also hören Sie mir auf damit. Im Jugoslawienkrieg haben Sie doppelt so viele Menschen untergebracht. Ohne Probleme doppelt so viele Menschen. Nein, 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 nein. Ja, Sie haben leicht reden. Ja? Sie können hier oben einfach durchregieren. Ja, ja. Wir hingehen. Ja, müssen wir. Ja, das ist doch mal gesagt. Wir hingegen, wir müssen ja auf den Stammtisch, auf den Souverän hören. Wo kommen wir denn da überhaupt hin, dass wir uns hier rechtfertigen müssen? Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja, wie sind Sie denn da hingekommen? Bitte wohin? Bitte was? Nach Deutschland. Sehen Sie, ein Flüchtling hat sein Leben riskiert, um hierher zu kommen. Was haben Sie getan für ein Leben in Deutschland? Ich bin hier geboren. Ja, gutes Argument. Sie sind hier geboren, das war doch eher die Leistung Ihrer Mutter. Sie sind auch hier eingewandert, über den Geburtskanal. Ohne Papiere. Ja, also... Richtig. Also sehen Sie, hören Sie mal, ich habe 89 schließlich eine ganze Diktatur niedergerungen. Sie waren in der Sauna. Ich sehe alles. Und was sagen Sie als Christen eigentlich zu den 20.000 ertrunkenen Flüchtlingen? Ja, genau. Hatten wir da nicht eine Vorschrift? Ja, das könnte passen. Paragraph 6, du sollst nicht töten. Ja, genau. Einspruch. Warum? Naja, ich darf Sie auf den Wortlaut dieses Gesetzes hinweisen. Sie wollen J korrigieren? Ja. Sehen Sie, es heißt dort, du sollst nicht töten. Von sterben lassen steht da nichts. Kein Sterbenswörtchen, nicht wahr? Ja, sehen Sie denn nicht, dass wir unschuldig sind? Ja. Darf ich Sie zitieren? Lieber nicht. Ja, Sie haben mal gesagt, Sie werden gegen jede weitere Zuwanderung in die Sozialsysteme kämpfen. Zitat, bis zur letzten Patrone. Einspruch, ich halte mich nie an das, was ich sage. Ja. Ich kann das bestätigen. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Hiermit ergeht folgendes Urteil. Bitte erheben Sie sich. Ihr Asylbegehren wird abgelehnt. Sie bekommen aber eine letzte Chance. Wir setzen Sie auf die Warteliste, wenn Sie das im deutschen Fernsehen vorlesen. Was? Also, das lese ich nicht. Das lesen Sie. Also, gut, und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Flüchtling ermöglicht, Deutschland zu betreten. Was? Und ab wann gilt das? Genossin, also nach meiner Kenntnis gilt das sofort, unverzüglich. Na also, geht doch! Geht doch! Im deutschen Fernsehen!